Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, in einer meiner letzten Videos habe ich ja mit Harco ein bisschen gekocht und habe den Wechselrichter von Votronic vorgestellt. Ja, ich wollte euch in dem heutigen Video mal zeigen, wie wir auch kochen über oder auf dem Grill. Also wir haben ja einen bestimmten Grill gekauft und damit kochen wir auch. Und ja, das Video ist leider ein Kochvideo geworden. Ich wusste das jetzt auch nicht. Es hat sich so ergeben, müsst ihr nicht ganz so eng sehen, die Kocherei, weil ich ja kein Koch bin, aber wir kochen eine Hühnersuppe, ja, in Kroatien. Die Zutaten sind hier sehr günstig und auch die Qualität ist sehr hoch. Und ich wollte im Übrigen eigentlich zeigen, wie man längere Zeit autark auch auf Gas kochen kann, wenn man jetzt nicht über einen Wechselrichter oder über ein Induktionskochfeld kochen kann, wenn man die Batteriekapazität nicht hat und so weiter. Da ging es eigentlich drum. Ich habe für diese ganze Aktion, ich zeige das nachher, 1,5 Stunden gebraucht. Da ist auch der Grill gelaufen und habe in den 1,5 Stunden circa ein Dreiviertel Liter Gas gebraucht. Ja, also sehr geringe Geschichte. Kann also auch jeder, der eine Flaschenanlage dabei hat, nicht so wie ich eine Tankanlage mit 125 Litern, mir macht das nichts aus. Aber wie gesagt, mit Flaschen geht das auch. Guckt euch das Video mal an. Ja, war oder ist sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, weil das Ergebnis auch super war. Und ja, da wünsche ich erstmal viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, hier rechts die Tankstelle von Pakostane. Wir gehen des Öfteren in den letzten 2 Jahren im Fludine-Markt einkaufen. Der ist die Ecke rum. Ja, der nächstgrößere Lidl-Markt ist in Biograd. Da gehen wir auch häufig einkaufen. Auch wenn es dann nur ein paar Teile sind oder nur für einen Tag oder was zum Grillen. Oder man muss mal schnell zum Supermarkt. Dann ist der Fludine in Pakostane natürlich erste Wahl. Ja, da wir auch nicht viele Zutaten brauchen für unsere Suppe, die wir ja gleich auf dem Grill zubereiten, ja, gehen wir hier ein. Das ist ein riesengroßer Parkplatz. Hier kann man übrigens auch mit dem Wohnmobil einkaufen gehen, ohne Probleme, auch mit größeren Wohnmobilen, auch mit Hänger noch dran. Alles überhaupt gar kein Problem. Das hier möglich, der ist riesengroß und der Standard ist auch wie zu Hause. Ich zeige das jetzt gleich mal von innen ein bisschen, damit man mal einen Einblick hat. Und also hier ist Einkaufen einfach wie zu Hause. Gut sortiert ist dieser Supermarkt alle Male, so wie in Deutschland auch. Wie man hier sieht, alles frisch und preiswert. Ich mache mal ein paar Beispiele. Tomaten, Kilo 1 Euro, ja, ist auch der Wahnsinn. Ja, oder hier das Nationalgemüse des Kroaten. Weißkohl, so einen ganzen Kohl für 30 Cent umgerechnet oder 40 Cent, ist schon eine tolle Sache. Ja, Fleisch, ich habe mir ein Rinderfiletsteak 300 Gramm gekauft zum Grillen, habe ich 2,10 Euro bezahlt. So macht das Einkaufen natürlich auch Spaß. Ja, wir verstauen unsere kompletten Einkäufe hier im Roller, das hat sich sehr bewährt. Ja, der hat einen Top Gas, der Honda, und da kriegen wir in der Regel alles mit nach Hause. So, wir waren ja eben einkaufen und unter anderem habe ich dann in der Stadt Huhn gekauft für die Suppe, knapp 2 Kilo. Das hier in Kroatien normal, bei uns ist ja so ein Huhn nicht so schwer, kann man zwar bekommen, ist aber nicht die Regel. Und für 2 Kilo Huhn habe ich 58 Kuna bezahlt, ja, ist also geschenkt. So, ich habe die jetzt hier mal getrennt, hier die Schenkel, die Flügel, ja, Brust, so, die kommen ja gleich in die Suppe. Dann haben wir hier noch so Mittelteile, ja, die habe ich hier mal auseinandergeschnitten. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen sauber machen. Viele geben das Huhn ja komplett in den Topf. Das mache ich nicht, dann habe ich nachher etwas einfacher. Das geht ja auch so, hier die Mittelteile noch. Ja, ich mache das hier noch ein bisschen sauber. So, dann wollen wir gleich mal den großen Topf mit Wasser ansetzen und Zutaten, wie das geht oder was wir da rein tun und wie wir das würzen oder wie ich das gleich würze, zeige ich euch jetzt gleich. Bis später. So, wir haben jetzt erstmal hier den Topf mit Wasser angesetzt. Ja, das Fleisch habe ich ja schon
gewaschen mit kaltem Wasser. Das ist auch kaltes Wasser. Wir setzen das mit kaltem Wasser an. Wir haben das, das muss man natürlich hier bei sonnigem und warmem Wetter schnell machen. Hier wegen den Fliegen. Deswegen beeile ich mich jetzt auch ein bisschen. Wir setzen jetzt, wie gesagt, das Huhn in den Topf an mit kaltem Wasser. Und dann kommen die Gewürze dazu. Und dann kochen wir das auch schon mal an. Das Hähnchen haben wir ja jetzt im Wasser schon mal angesetzt. Wie gesagt, kaltes Wasser. Ja, jetzt haben wir hier eine Prise Salz. Die kommt da noch zu. So, dann Pfefferkörner und einige Lorbeerblätter. 1, 2, 3. So, das reicht. So, und jetzt setzen wir den Topf an und köcheln erstmal. So, der Topf mit dem Huhn und den Gewürzen, der steht jetzt hier auf dem Grill. Das lassen wir jetzt erstmal eine Stunde köcheln. In der Zwischenzeit schneiden wir das Gemüse, Sellerie, Möhren und Zwiebel. So, das Gemüse kommt erst später dazu, sonst verkochen wir das und dann kann man das, wir wollen das ja mitessen und dann soll das ja noch bissfest sein. Ein paar Vitamine sollen auch noch drin sein, deswegen machen wir das später da rein. Wir köcheln das erstmal durch. Ja, und jetzt schneiden wir erstmal das Gemüse. So, die Karotten sind jetzt geschält. Die Zwiebeln müssen noch, Sellerie auch noch. Hier habe ich noch vergessen, 2 Knoblauchzehen. Die schneiden wir jetzt noch mit rein. Und wie gesagt, das kommt aber erst später mit dazu, damit das nicht verkocht. Aber vorbereiten tun wir das jetzt schon mal. Und ja, sieht ganz gut aus. So, die Zwiebel, die würfeln wir ein bisschen. Ja, die sollten diese Größe haben. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um das Rezept hier, sondern um den Kochvorgang selber über Gas. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir euch auch zeigen, wie diese Hühnersuppe entsteht. Also wie gesagt, Möhren, hier die Zwiebel, die haben wir geschält. Ja, deswegen geschält, weil das eine helle oder eine klare Hühnersuppe wird, sonst färbt sich das ein, das wollen wir nicht. So, und so werden die Zwiebel zerkleinert und so kommen die auch in den Topf. So, nochmal zum Topf, den habe ich jetzt abgedeckt. Da kochen wir jetzt erstmal das Huhn mit dem kalten Wasser und den Gewürzen einmal kurz hoch und dann kommen erst die anderen Zutaten dazu. Das dauert jetzt ca. 15 bis 20 Minuten und dann geht's weiter. So, wir kommen der Sache näher. Auch die Möhren werden jetzt erstmal geteilt und nochmal geviertelt und dann entstehen solche Stücke, die wir nachher zu der kochenden Suppe dazugeben. Ich wollte hier noch was zu diesem Grill sagen. Da kann man natürlich ganz normal mit grillen. Ich habe einen Gasgrill gewählt, weil ich ja diese Außensteckdose habe hier. Ich kann mir Gas aus meinem Gastank hier entnehmen über den Schlauch. Das Grillergebnis von diesem Grill ist super. Da gibt es auch einen Deckel dazu. Hier, ja, das ist der Deckel. Und das habe ich auch schon mal gezeigt. Aber heute wollte ich ja das Kochen zeigen, dass das auch länger geht. Weil die muss ja jetzt erstmal eine Stunde kochen. Und das Ergebnis ist einfach toll. Der braucht doch nicht so viel Gas. Wie gesagt, das Gas kommt hier unten an. Hier ist der Drehknopf, hier ist die Zündung. Also macht ziemlich guten Eindruck, das Gerät. Also beim Grillen. Ja, und ob die Suppe jetzt nachher gelingt und ob der das durchsteht, das werden wir gleich sehen. Ja, dieses Video, da wollte ich noch was zu sagen. Das soll hier natürlich hier kein Kochkanal werden. Ich habe diese Hühnersuppe auch gewählt, weil A, mag ich gerne Hühnersuppe und B, dauert das 1,5 Stunden. Somit konnte ich oder kann ich ja zeigen, dass man das auf dem Grill machen kann. Darum geht es. Ja. Also ich bleibe bei meinen technischen Dingen, ja, die kann ich und die muss ich mir nicht abgucken, wie bei dieser Hühnersuppe. Die habe ich mir nämlich im Internet abgeguckt bei Thomas Kocht. Der macht kurze, schöne Gerichte, ja, unter anderem diese Hühnersuppe, auch die Zutaten. Könnt ihr euch alles auf diesem Kanal angucken, ablesen, wie gesagt, Thomas Kocht. Ich finde das ganz gut, wie er das da macht. Das habe ich da abgeguckt und habe die im Original nachgekocht und das hat im Prinzip auf Anhieb funktioniert und ich war, was das Ergebnis anging, also was der Geschmack dieser Suppe anging,
super zufrieden und ich würde das immer wieder nachmachen. So, wir köcheln jetzt 10 Minuten. Ja, man sieht schon hier, das Fett fängt an, sich abzulösen. Ja, das schäumt auch schon. Es kocht aber noch nicht ganz, aber jetzt fast gleich. Also das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Das braucht noch ein bisschen. Die Zwiebel habe ich jetzt nach dem Aufkochen erst in den Topf gegeben und habe den Schaum abgeschöpft, der sich oben drauf befindet, den ihr eben gesehen habt, damit das nachher etwas klarer wird. So, das lassen wir jetzt eine Stunde köcheln mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Und wie gesagt, das Gemüse kommt erst später dazu, damit wir das noch essen können. Sonst ist das nachher totgekocht und ja, schmeckt nach gar nichts mehr. Und ja, mal schauen. Also der Grill schafft das, auch bei der Menge. Kein Problem, das ist ja schon ein großer Topf hier. Der hat bestimmt 3 Liter. Ja, und ja, dann wollen wir köcheln das Ganze. Deckelchen wieder drauf. Ja, würde ich sagen, bis in einer Stunde. Hier jetzt schön zu sehen, wie die Suppe aufkocht. Ja, die Zwiebeln setzen sich oben ab, das Fett von dem Hühnchen. Und ja, so entsteht eine Hühnersuppe. Und der Gasanschluss und der Grill halten immer noch durch. Wir sind jetzt bei ca. einer halben Stunde. Und ab und zu muss ich die Hitze ein bisschen runternehmen, weil das zu viel wird. Also der Gasgrill ist da immer in der Lage, so eine Menge Wasser mit Inhalt aufzukochen. So, wir köcheln jetzt eine Stunde. Man sieht deutlich, dass die Suppe sich verändert hat. Das Hähnchen ist auch fast gut, noch nicht ganz. So, und jetzt geben wir erst das Gemüse dazu und kochen das Ganze dann noch rund 20 Minuten weiter und dann sollte die Suppe auch fertig sein. Ich nehme das jetzt mal hier mit und das der Sellerie und die Karotten, die geben wir jetzt noch hierzu. So, Deckel machen wir jetzt wieder drauf. Wir köcheln jetzt eine Stunde 20 Minuten. Ich wollte mir die restlichen 10 Minuten noch aufsparen. Und zwar wegen noch ein paar Nudeln, die noch dazu kommen. Wir wollen ja satt werden. Deswegen spare ich mir jetzt 10 Minuten auf. Aber man sieht, wie toll das hier kocht. Ich nehme das jetzt vom Feuer, beziehungsweise von diesem Grill. Und werde die Hähnchen auseinanderschnibbeln, sodass wir nur noch das reine Hähnchenfleisch in dieser Suppe haben und keine Knochen. Dann kommen später noch die Nudeln hinzu und dann sollte das eigentlich fertig sein. Das Wetter ist immer noch okay, wie man sieht, strahlend blauer Himmel. Und so ist auch unsere Suppe. Ja, die habe ich jetzt vom Feuer genommen hier. Da hole ich jetzt die einzelnen gekochten Hähnchenteile heraus. Ja, lass mal ein bisschen abkühlen, damit ich das auch auseinanderschneiden kann. Und die kommen dann wieder in die Suppe rein. Das mag ich persönlich lieber. Man kann das auch so lassen. Aber ich finde es persönlich lieber, wenn man das direkt in essfertige Stücke hat. Nach einer Stunde Kochzeit lässt sich das Hähnchenfleisch ganz leicht vom Knochen lösen, wie man hier sieht. Ich habe mir das abgeguckt. Ja, man kann natürlich auch hier dieses Stück so aus dem Topf nehmen, um das zu essen. Aber ich habe das lieber so, dann ist auch der Knochen weg und die Sehnen. Und wie gesagt, das habe ich mir abgeguckt. Ich bin kein Koch. Also normalerweise bin ich für solche Dinge in unserem Wohnmobil nicht zuständig. Obwohl, man kann alles lernen, wie man das hier sieht. Das hat auch relativ viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch, weil es funktioniert hat. Ja, wenn es natürlich nicht schmeckt, wenn du da rumköchelst und du kannst den Mist nachher wegschmeißen, das ist natürlich kein, das will natürlich keiner. Aber hier war das so, also ich mache das auch nochmal, weil es einfach eine tolle Sache war. Ja, also ich fische jetzt alle Stücke hier raus, trenne das Fleisch ab und gebe es dann wieder zurück. So habe ich mir das eben halt abgeguckt und das war auch aus meiner Sicht der richtige Weg.
Ich habe das Fleisch jetzt ausgelöst. Ne? Hier das Knochen- und Fellmaterial. Die Haut, die mögen wir nicht, zumindest nicht in der Suppe. Ja, ich habe das jetzt ausgelöst, habe das jetzt wieder zurückgetan. So, da kommen jetzt noch Nudeln hinzu, da müssen wir noch 10 Minuten kochen. Und dann ist die Hühnersuppe fertig. Toll aussehen sucht sie schon mal. Ich hoffe, sie schmeckt auch so. So, Tisch ist schon mal vorbereitet. Hier kommt jetzt der Topf drauf. Schwenkt mal rüber. Ah, guck mal, unser Luhnchen hat auch schon Hunger. Ja, die sitzt da schon und wartet schon die ganze Zeit. Guck mal, die riecht auch schon die Hühnersuppe. So, also wir haben jetzt noch, nehmen wir den Deckel ab. Wir haben jetzt noch ein paar Nudeln reingemacht. Aus der Sonne hier, so. Damit man noch satt wird, machen wir so. Muss man nicht, kann man machen. So, kurz aufkochen lassen hier noch. Ja, die Suppe kocht jetzt 1,5 Stunden. Die Nudeln und das Gemüse natürlich zum Schluss rein, ist klar. So, wir sind jetzt fertig und können servieren. Ein bisschen Brot haben wir noch dazu. Und ja, nochmal loslegen. Guck mal, das sieht doch schon mal toll aus. Ja, so sieht unsere Hühnersuppe aus. Ist natürlich jede Menge Material drin. So soll das auch sein, dann wird man noch satt. Ja, so wird bei uns auf dem Grill Hühnersuppe gekocht. Ja, ich hoffe, mein erstes Kochvideo hat euch gefallen. Und mir hat es Spaß gemacht, weil, wie gesagt, das Ergebnis war super. Das hat wieder erwartend Hammer geschmeckt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich beim ersten Mal, weil ich ja nicht unbedingt der Koch bin, das so hinbekomme. Anja hat mir natürlich geholfen, ist klar, aber es war so ein super Ergebnis. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Gasgeschichte so ein bisschen näher bringen. Lasst ein Abo da, damit ihr hier nichts verpasst. Und wie immer, alles Gute für euch, bleibt gesund. Euer Guido von GNS TV.